Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es mal um ein neues Fahrzeug aus dem San Andreas Mercenaries DLC gehen. Und zwar in diesem Video tune ich für euch den Douglas Walton L35. Ihr seht den Wagen hier gerade auch schon im Hintergrund. Das ist ein Geländewagen und den könnt ihr bei Citroën San Andreas Superauto erwerben. Und zwar für einen Preis von 1.670.000. Das ist schon ein ordentlicher Preis. Dafür erhalten wir halt so einen Geländewagen, wo zwei drin sitzen können. Also ich finde, der sieht eigentlich soweit ganz cool aus. Und den werden wir jetzt hier nochmal ein bisschen in LS Custom auftunen. Und danach gibt es noch ein kleines Testvideo, also wie sich der Wagen so fährt. So, ich fahre jetzt hier erstmal rein. Also irgendwie sind mit diesem Update ganz viele neue Geländefahrzeuge dazugekommen. Finde ich aber auch ganz cool. Denn, finde ich eigentlich ganz cool fürs Gelände. So, Frontstoßstange können wir ändern. Können wir einmal die Frontstoßstange entfernen. Dann so einen Schutzbügel anbringen, einmal in Sekundärfarbe. Dann so ein niedriger Schutzbügel, den gibt es auch nochmal in Sekundärfarbe. Dann Schutzbügel mit Nebelscheinwerfer, den gibt es auch nochmal in Sekundärfarbe. Dann so ein Schutzbügel, Komplettausstattung. Und das gibt es auch nochmal in Sekundärfarbe. Dann nehme ich das mal. So, dann Heckschutzstange können wir auch noch ändern. Können wir die auch einmal entfernen. Dann so eine schwere Heckschutzstange, die gibt es auch nochmal in Sekundärfarbe. Dann nehme ich die einfach mal in Primärfarbe. So, dann Motor nehme ich Verbesserung 4. Wie sonst auch. Dann Auspuff. Da haben wir einmal Seitenauslässe an der Seite. Dann so einen schrägen Seitenausfluss. Oder so einen Chrom-Seitenauslass. Ich glaube, links und rechts ist der. Also sieht eigentlich auch ganz cool aus. Finde ich, was man da so tun kann bis jetzt. So Kotflügel. Da können wir einmal die Zierleiste entfernen. Dann so eine Kotflügellippe. Die gibt es einmal in Sekundärfarbe. Dann so ein verbreiteter Kotflügel, auch nochmal wieder in Sekundärfarbe. Dann so ein auch nochmal so ein Kotflügel. Den gibt es auch nochmal in Sekundärfarbe. Dann nehme ich einfach mal hier den verbreiteten Kotflügel in Primärfarbe. Dann Kühlergrill können wir auch noch ändern. Einmal so ein Kühlergrill mit Einsatz. Dann so ein mattschwarzer Kühlergrill. Den gibt es auch nochmal mit Einsatz. Dann so ein anderer Kühlergrill, einmal in Primärfarbe. Den gibt es auch nochmal mit Einsatz. Oder halt Kühlergrill in Sekundärfarbe mit Einsatz. Da nehme ich einfach mal hier den matt schwarzen Kühlergrill mit diesem Einsatz. So, Motorhaube können wir auch noch ändern. Einmal eine glatte Motorhaube. Dann eine glatte Motorhaube mit Einlässen. Dann so eine umgedrehte Luftputze. Dann gibt es noch die befestigte Ausrüstung. Dann noch so ein Schnörchel. Da gibt es auch noch eine Alternative. Oder halt die Komplettausstattung. Da nehme ich einfach mal die umgedrehte Luftputze. So, dann Lichter können wir noch Türenscheinwerfer einbauen. Dann gibt es ja 12 Designs. Die zeige ich euch jetzt mal alle. Dann kommt jetzt ein bisschen Musik. So, das waren jetzt alle Designs. Da nehme ich einfach mal hier diese schwarzen Streifen. So, dann geht es jetzt weiter mit Nummernschild. Nehme ich gelb auf schwarz, wie sonst auch. Dann Überrollkäfig, haben wir einen halben Überrollkäfig. Dann so ein kompletter Überrollkäfig mit Sitzen. Dann so ein gepolsterter Überrollkäfig oder so ein Ready-Käfig mit Sitzen. Den gibt es auch nochmal in der gepolsterten Version. Da nehme ich erstmal nichts. Lass das erstmal so weg. So, Dach, da können wir so eine Rallye-Luftputze anbringen mit Antenne, dann so eine Lichtleiste. Ich hoffe, dass die Lichtleiste auch wirklich funktioniert, weil manchmal funktionieren die nicht. Dann nehme ich einfach mal die Lichtleiste. So, Seitenverkleidung. Da haben wir einmal so einen schmalen Spritzschutz, dann so einen breiter Spritzschutz. Dann gibt es so eine Trittplatte, auch nochmal in Sekundärfarbe, dann so eine leichte, so ein leichtes Trittbrett. Das gibt es auch nochmal in Sekundärfarbe. Dann noch so ein anderes Trittbrett. Dann nehme ich erstmal nichts. Lass ich so weg. Ich finde, so sieht das irgendwie besser aus.
Zur Federung könnten wir jetzt noch ändern, aber lasse ich auch mal weg. Ist ja schließlich ein Geländewagen. Dann die Heckklappe könnten wir jetzt noch ändern, aber das lasse ich einfach mal obwohl. Dann mache ich hier diesen Schriftzug ins Schwarz. So, Getriebe brauche ich auch noch ein Renngetriebe. Ladefläche können wir jetzt auch noch ändern. Also eine Ladenflächenabdeckung, dann Abdeckungsplane. Dann so eine Retro-Ladeflächenabdeckung, finde ich, sieht ganz cool aus. Da gibt es noch so eine andere Version. Dann so ein Außenkäfig, verstärkter Außenkäfig. Dann mit Scheinwerfern gibt es den sogar auch. So, hier ändert sich eigentlich nichts. Ja, so eine Rallye-Ausstattung. Schwerlastkäfig gibt es auch noch. Dann so eine komplette Ausstattung. Dann so eine Rallye-Ausstattung. Oder Wartungsreparaturausstattung. Da nehme ich einfach mal hier diese Retro-Ladefläche-Abdeckung. Ich finde, dann sieht der echt ganz cool aus. Und auch irgendwie passt das mit diesem Blau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Lackierung ihr so nehmen würdet. Aber ich lasse jetzt erstmal das Blau. Kann man ja eigentlich immer noch ändern, aber irgendwie finde ich, sieht der so echt ganz cool aus. So, Felgenfarbe nehme ich schwarz. So, dann zeige ich euch nochmal die Lackierung, was wir da so ändern können. Aber ich glaube, wie gesagt, ich lasse den echt so. Ja, also vielleicht mache ich bei sich in der Farbe. Mal sehen, was ich... Ne, da ändert sich auch nichts. Sondern auf einer lasse ich das jetzt einfach. Ich finde, mit den schwarzen Streifen sieht das echt ganz gut aus. So, was können wir bei Ausstattungsfarbe? Dann zeige ich euch jetzt auch gleich mal den Innenraum. Wir haben eine Lenkrad, zwei Sitze, ganz normale Ausstattung. Da muss ich eigentlich irgendwie so eine blaue Ausstattungsfarbe nehmen, dann passt das mit draußen. Mal sehen, was es da so gibt. Ja, nehme ich doch so ein Rennblau. Ich finde, dann sieht der Wagen echt ganz cool aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so das Tuning findet. Also ich finde, man kann da echt vieles tunen. So, für den Preis könnt ihr jetzt den Wagen verkaufen. Also noch für 1 Million. Ist gar nicht mehr so viel, aber ja, ist noch in Ordnung, finde ich. So, ich verlasse jetzt mal Alice Custom. Und dann hoffe ich echt, dass die Scheinwerfer oben angehen. Ja, die gehen an. Das ist echt super. Weil bei manchen Fahrzeugen gehen die halt echt nicht an. Und das finde ich dann so unnötig. Ja, also ich finde, der Pickup sieht mega cool aus. Weiß nicht, an was der... Irgendwie erinnert mich der an irgendeinen Wagen. Sicher aus einem Film oder so. Und der Sound, der ist auch gut. Also... Ich finde auch das Handling so... Naja, ich bin jetzt hier ein paar Meter mitgefahren. Ist auf jeden Fall auch gut. Also ich dachte, habe mich erst aufgeregt, dass der Wagen doch noch so teuer ist. Aber ich finde, eigentlich ist der Preis gerechtfertigt oder nicht jetzt so mega schlimm. Weil ich finde, das Handling ist halt auch mega gut. Also er fährt sich echt gut. Ist halt ein Geländewagen, ist kein Supersportwagen oder Sportwagen. Und ich meine, es gibt auch einen, glaube ich, schnelleren Geländewagen. So ist es nicht. Aber ich finde, dafür, was man da so tun kann, sieht ja halt auch cool aus, so. Also da kann man sich echt nicht beschweren, finde ich. Über das Tuning. Ich werde jetzt hier auch mal ins Gelände fahren. Gucken, wie er sich da so schlägt. Also wie gesagt, ich würde den Wagen echt nicht tiefer legen. Weil dann kommt er halt echt nicht mehr so gut übers Gelände. Über den Berg und so. Das müsst ihr euch immer, beachten, so. Also finde ich, fährt sich der echt ganz gut im Gelände. Da war der ein bisschen der andere, den ich letztens getunt habe. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der Monstro City war auch ganz gut, aber noch ein anderer. Dieser Rätel oder wie der hieß. Der war auch ganz gut im Gelände und auch ein bisschen besser als der hier. Aber dafür kommt der hier auch ohne Probleme hoch. Also da habt ihr echt keine Probleme.
Also ich finde den hier vom Aussehen halt cooler, weil der andere war echt eher so auf die Ready oder aufs Rennen ausgestattet. Und der hier ist echt ganz cool. Ich finde, es entscheidend, wer von vorne. Die sieht halt echt mega cool aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so den Wagen findet und ob ihr euch den auch holen werdet. Also ich finde, der sieht echt ganz cool aus. So, dann fahre ich jetzt mal hier wieder vorsichtig den Berg runter, ohne total Schaden zu kriegen. Also ja, die Endgeschwindigkeit und so, die ist, denke ich, jetzt nicht so allzu gut. Aber es ist ja auch... Ich dachte, das endet jetzt im Totalschaden. Naja, ein bisschen kaputt ist er. Aber ja, ich finde den Wagen echt ganz cool. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr so den Wagen findet. Das würde mich interessieren. Und dann würde ich mir nochmal ein Like freuen. Wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA Online verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video zu verpassen. Und dann bin ich auch schon wieder raus. Ciao, Leute.